Und wissen aber auch die ganze Situation jetzt einzuschätzen. Wir sind noch eine junge Mannschaft, die sich noch finden muss. Und von daher ist da jetzt noch nichts passiert. Am Ende nehmen wir das Unentschieden mit und freuen uns schon aufs Spiel am Mittwoch. Es geht ja wirklich ganz schnell weiter, jetzt Mittwoch gegen den WFC Dynamo, dann danach am Montag gegen Optik Rathenow. Ist die Mannschaft denn aktuell schon fit genug, um solche Spiele so durchzuhalten in dieser Intensität? Definitiv. Also daran wird es nicht scheitern. Das ist auch nicht das Problem. Ich weiß nicht, warum Sie das jetzt ansprechen. Vielleicht, weil es so hier und da mal so gewirkt hat, aber das ist definitiv nicht der Fall. Manchmal sieht das vielleicht auch so aus, aber hat andere Gründe. Fakt ist, dass wir auf jeden Fall hohe Intensität spielen können und das werden wir auch zeigen. Das war jetzt also ein kleiner Dämpfer zum Auftakt. Jetzt geht es direkt zum BFC Dynamo. Das ist einer der Staffelfavoriten in der Liga. Ja, was erwarten Sie von diesem Spiel am Mittwoch? Ja, es wird auch, glaube ich, ein richtig gutes Spiel. Die haben jetzt auch ein bisschen Rückenwind und wir wollen einfach die 3 Punkte holen und das ist unser Ziel. Egal, gegen wen es geht in der Liga, wir müssen eigentlich jeden schlagen. Also den Anspruch haben wir auch an uns selbst und von daher bereiten wir uns jetzt gut vor und dann am Mittwoch gehen wir da Gas. Man hat gesehen, dass Sie auf dem Spielfeld weite Wege gegangen sind, viel Laufbereitschaft hatten, ein bisschen noch Ihre Rolle gesucht haben. Ist das noch die Anfangsschwierigkeit, einfach in der Offensive dann wirklich zu wissen, wer wann wo hinlaufen muss? Ja, wir haben uns neu formiert. Es sind vielleicht 4, 5 Wochen, wenn überhaupt, vielleicht 3 Wochen auch. Es ist klar, dass nicht alle Abläufe stimmen können zu 100%. Wir haben unser Bestes getan. Ich glaube, wir werden von Tag zu Tag besser, finden uns mehr auch und das muss unser Ziel sein, dass wir automatisch wissen, wer wohin hinläuft und dahin werden wir arbeiten. Und Fußball ist so schön, dass man es jetzt im nächsten Spiel ändern kann. Mittwoch haben wir die Chance, Montag haben wir die Chance und da wollen wir natürlich diese beiden Spieler jetzt positiv für uns gestalten. Und Mittwoch gewinnt man, vergisst man vielleicht das erste Spiel, gewinnt man vielleicht Montag noch, dann ist auch schon alles vergessen. Also Fußball ist Tagesgeschäft und Mittwoch müssen wir alles daran geben, ein anderes Gesicht zu zeigen und also nicht vielleicht, sondern 3 Punkte mitzunehmen. Das war ja auch Ihr erstes Spiel hier vor der Heimkulisse im Stadion der Freundschaft vor der Nordwand. Wie haben Sie das wahrgenommen? An die Fans, großes Dankeschön, dass so viele gekommen sind. Ich hoffe, dass sie uns weiter so unterstützen werden. Wir werden alles dafür geben, auch für die Fans und für die Stadt und für den Verein, dass wir versuchen, so viele Spiele wie möglich im Heimstadion zu gewinnen. Und ich glaube, das muss ja ein Hexenkessel werden und wird es auch. Und dass wenn der Gegner kommt, egal welche Mannschaft hier bespielt wird und Angst kriegt und wir entscheiden, wie das Spiel ausgeht im Endeffekt. Das muss unser Ziel sein und dafür werden wir alles geben und das muss eigentlich schon unser Anspruch sein oder ist unser Anspruch auch. Danke. Gleichfalls.